Und jetzt kommen wir zum ersten großen Titel, der heute verteidigt wird, wie angekündigt im letzten Part, nämlich der Raw Women's Championship zwischen Bayley und Lita. Tag, Tag. Willkommen. Ah, ja, der Women's Championship bei Raw on the line. Unsere, ja, Champion ist Lita, die ja im letzten Monat es out of nowhere, könnte man sagen, geschafft hat, Sasha Banks, die Unbesiegbare tatsächlich zu besiegen und zu entthronen. Bekommt es hier mit ihrer ersten Challenge zu tun. Und ja, es ist nicht Sasha Banks, die ja zu SmackDown gewechselt ist, sondern es ist ihre beste Freundin, Fragezeichen, Bayley. Ja, Bayley war ja genauso wie Sasha Banks und Lita in diesem Triple Threat Match beim SummerSlam mit dabei, als es Bayley war, die gegen Sasha Banks getappt hat, wie Bayley dann behauptet hat, natürlich um Lita einen Gefallen zu tun und sie ein bisschen Richtung Championship zu katapultieren. Und dafür erwartet Bayley jetzt eine Gegenleistung, und zwar ihrerseits ein Championship Match, denn wir lassen erstmal kurz drehen. Genau, denn eine Lita hat zwar eine Sasha Banks besiegt, aber auch noch keine Bayley. Deswegen hat Bayley hier die Herausforderung in Richtung Lita gestellt. Lita meint auch, ich bin Fighting Championess, das wisst ihr, das muss ich keinem erzählen. Ich habe Sasha besiegt und dich werde ich auch noch besiegen. Und ja, Bayley hat ja ein bisschen immer ich sag mal rumgeweint die letzten Wochen, dass sie nach ihrem harten Steel Cage Match gegen Becky Lynch beim Great American Bash noch nicht bei 100% war. Sie hat zwar ein Wochenshow-Match gegen Naomi bestritten, welches sie verloren hat, hat sich sonst aber aus jeglichen Challenges etc. rausgehalten, um doch fit zu sein und sich zu erholen. Schauen wir mal, ob sie denn heute fit ist und erholt ist, denn wenn sie dann hier heute bei 100%, wie es ja sein müsste, gegen eine Lita verliert, dann bleiben eine Bayley keinerlei Ausreden mehr. Das ist richtig. Aber schauen wir mal, ob das so kommt, ne? Ich meine, Lita war gut in Form. Bayley hat die letzten Wochen mit ihr gesprochen, hat sie geredet, gesprochen hat sie getan hat, so rum. Genau, hat sich ja mal rausgehalten. Von dem Ich bin her. mir auch sicher, dass eine Naomi sich das Match bestimmt auch anschauen wird. Ja, hat ja in der Sicher. ersten Woche das Match mit der Championess, das Triple Threat Match mit Lita gewonnen, auch wenn sie Lita nicht gepinnt hat oder besiegt hat, hat sie trotzdem das Match gewonnen. Hat dann die aktuelle Number One Contenderin Bayley besiegt. Also mit Naomi haben wir definitiv schon mal jemanden, der sich das hier ganz genau anschauen wird. Das ist richtig, aber Bingo. die Frage ist, ob es auch gegen Lita bestehen könnte. Da war nicht drin und sie ist quasi Razor Ramon. Ah ne, Spaß beiseite. Gucken wir mal, was Lita nochmal kann. Wie gesagt, manche haben ja schon mal gesagt Ringrost, aber das hat sie ja generell alles schon mal Ganz irgendwie im bestritten. Gegenteil. Richtig. Genau. Hat sie. Deswegen, sie hat halt im Alleingang erstmal alle verstummen lassen, hat er dann die fast Unbesiegbaren geschlagen. Richtig, da gibt es so viel. Den Aufstieg im letzten Jahr einer Lita in einem Match of the Year-Kandidaten gegen Candice LeRae. Ich kann es nur immer wieder erwähnen, es war echt ein überragendes Match. Dann ein Fatal Four-Way nach dem anderen mit den Iconics und die Hikaru Shida. Und am Ende, zum Ende unseres 2K19 Universe, den Titel gewinnen. Genau hierum geht es. Die Raw Women's Championship. Für die Introductions wieder zurück zu Drag Hamilton. And introducing the champion from Miami, Florida, she's the Raw Women's Champion, Lee Day. Schaut sie nochmal ganz vertieft auf ihren Titel. Vielleicht zum allerletzten Mal, wir wissen es nicht. Wäre nach 4 Wochen zwar Das ist schon. eine ganz offene Kiste, wer hier dieses Match heute Richtig. gewinnt. Fällt mir Richtig. auch wirklich schwierig zu tippen, muss ich sagen. Da ist er nochmal. Der Gürtel. Ich Ja. gehe einfach mit Lita, der Champion ist. Die lässt sich das Ding nach einem Monat nicht gleich wieder abnehmen. Gehe ich Die mir gegen. das so wichtig war. Gehe ich gegen. Ich sage aber mal so, Bayley beweist heute mal, dass sie mehr kann als reden und besiegt die heute Abend. Ja, wie gesagt, also Lita ist ja auf der Jagd. Einer Sasha Banks ist auch, wie gesagt, jetzt zweimalige Women's Championess, ist die auch zweiterfolgreichste, also wie gesagt, also oder dritterfolgreichste, wenn man jetzt mit Ember Moon schon mal schaut, auch wenn man die jetzt diskreditiert. Statistisch gesehen ist das nun mal so, deswegen einer der größten Women's Championess aller Zeiten und definitiv starke Leistung. Aber, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht warum, Bayley ist gerade jetzt irgendwie hungrig und will ihr hier ihren ersten Titel auch haben. Ich glaube, das kann sie jetzt hier schaffen.
Ich glaube, dass der Champ Lita verteidigen kann heute. Also relativ gemischte Meinungen. Während es am Anfang gerade gut aussieht für die Herausforderin, ein ums andere Mal mit Aktion jetzt nachsetzen mit einem quasi Beastbite. Beastbite wollte ich gerade auch sagen. Aber Lita kommt raus mit dem Nie. Direkt wieder raus. Ja. Vielleicht ein bisschen offen. Ein Mann am Fernseher kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht wer. Spinning Wheel Kick. Und ein Schlag und andere ins Gesicht hier. Oh, diesmal nicht. Ob Amy hilft sich wieder nach oben. Durch die eigene Takedown. Auf den Next Armen. Takedown. Und das Nie gegen den Kopf. Oh, jetzt aber. Geht wieder aufs Top Rope. Hat er ganz gut getroffen. Jetzt den patentierten Ellbogen. Ja, und Ellbogen. Leere. Aber ja, und zumindest. Man muss eigentlich direkt nachsetzen. Jawohl. Gegen den Turnbuckle. Aber Bailey ist wieder zur Stelle. Ja. Setzt nach. Gekalkuliert. Headlock Takeover. Direkt danach nachsetzen hier mit dem Headlock. Aber Lita schön raufbefreit. Bailey setzt aber direkt wieder nach. Abgefangen, Dragon Screw. Gerade eben der Dragon Screw. Sollte hier ein Repertoire haben und das zeigen wir alle. Sehr schön. Ja. Oh, Lita auf den Top Roll. Möchte sie etwa schon? Nee. Nein. Leck-Drop. Schön, Leck-Drop. Ja, das kann man oder kann man. Landet, aber zeigt seine Wirkung. Das war definitiv schon ein sehr effektiver Move und wie gesagt, das ist ja Litas Geschichte, so glaube ich, nach all den Jahren, nachdem jeder gesagt hat, deine Zeit ist schon längst vorbei, du gehörst ins Altenheim. Da hat sie es allen bewiesen, hat Sasha Banks besiegt und ist wieder Championess. Also ne, nichts ist möglich, Toyota, wie man so schon sagen. Indeed. Von daher, das hat Lita hier bewiesen. Und nochmal. Aber da ist sie jetzt doch in den Ropes, oder? Wieder die Rings of Saturn. Irgendwie so wäre ich im Production Truck gewesen, hätte ich den Leg Drop gerade nochmal gern gesehen. Genau, auf das ist aber Bailey jetzt wieder auf dem Top-Drop. Jetzt diesmal. Elbow Drop. Und wieder ins Leere. Nein, so klappt das auch nicht. Raw Women's Championess. Ja, mit dem Elbow aus dem Schirmen befreit. Und geht wieder in die Ringecke. Bailey jetzt mit dem Mann gegen und jetzt immer wieder gegen den Torso. Ja. Und geht und noch mal nachsetzen. Und, oh Gott. Immer ohne wieder. Auf gegenüber. Oder jetzt das Knie allerdings ins Leere. War nichts. Nachsetzen. Ich hätte schon fast mit dem Christoph Feld gerechnet. Spinning Knee Kick währenddessen. Ja. Und der Job wird geblockt. Und Bailey. Wow. Oh, der kommt ein bisschen aus dem Nichts. Ein bisschen aus dem Nichts, da fängst du mit uns ein bisschen ab. Das wär's ja. One, two, nein. War schon 2,6. Da hat Bailey ein bisschen zu lange gebraucht, Lita da aus der Ecke zu ziehen. Und das hat Lita, sagen wir mal, die rettenden Sekunden gegen, aber Roseplant! Der Roseplant! Und nein, das wir haben eine neue auch der wieder nur knapp Lita über 2. Lita bleibt am Leben. Und setzt aber direkt nach. Wieder hinterher, wieder immer auf den Kopf, wie schon der Roseplant gerade eben. Nicht verzweifeln, sondern immer nachsetzen. Schön eingespielt. Eingesprungen hier. Not fucking bad. Chop-Duell hier. Ja. Und ein Armbreaker. Ja, liegt das sofort wieder auf dem Bein. Scheiße, mit der Clothesline draußen. Ich wollte gerade Elbow-Attack dem Ring. Wow. Wie war das noch mit Ringrost bei Lita? Das war ein ganz dringend Strahl. Wow. Dann jetzt aber mit dem Leckstück auf den harten Hallenboden. Wirft sie gegen die Barrikade. Eieieiei. Jetzt sagt Lita hier, du machst hier stiff mit mir, das gebe ich dir alles zurück. Da kommt die Retourkutsche. Und dann geht's in den Ring. Genau, Paket wird zurückgeliefert an den Absender. Aber ja, da fällt mir auch gerade auf, wirklich bei Raw war bei Great American Bash viel gewechselt, viele Titelwechsel. Richtig. Da gab es neue UK-Champ, neue World Heavyweight Champ, neue Raw Women's Champion. Nur die Tag-Team-Titel sind, wie auch an diesem Abend, bei Edge und
Jetzt damit offiziell die größten Tag Team Champions aller Zeiten sind. Herzlichen Glückwunsch nochmal. War zwar nicht unbedingt ihr Verdienst am heutigen Abend. Egal. Ignorieren die sicherlich auch. Aber wir haben sicher bei Raw was zu hören. Richtig. Jetzt geht's weiter aus dem Ring. Nächste Knie. Was von Bailey im leeren Land. Das müsste Lita ausdrücken, aber gut gemacht von Bailey. Schubst sie zu Boden, geht auf die Kniekehle. Ja, fast schon an der Rampe. Sehr weitchen sind nach draußen gekämpft. Ich hätte auch gesagt, bewegen wir uns in Richtung Ring. Ja, und Bailey auf mich gehört. Gegen den Apron. Denk bitte drüber nach. Denk bitte drüber nach, Bailey. Und den Elbow. Draußen trifft er. Knee-Drop, aber auch der wird seinen Schaden angerichtet haben. An der definitiv. Championin. Oh ja. Massiven Schaden würde ich behaupten. Am Ring. Sehr nah an der Ecke. Gegen die Steps. Ja. Oh, das sieht schlecht gerade aus für Lita. Lita wird hier gerade wirklich weich gekloppt. Außerhalb des Rings. Oh, die Rings of Saturn. Na gut, die Zeit passt der aber, hä? Hey, der hat genug Zeit, aber ob das jetzt wirklich smart ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, schmeißt sie dann raus. Oh Gott. Okay. Das wird der Rose-Flash. Nee. Abgefangen. Wollte sie Lita komplett zerstören? Ist Buster. Ich glaube, sie wollt hier, Mädels hier, Damen, bitte. Damit wirft hier Bailey. Entgegen, wir sind bei 7, glaube ich. Bailey ist wieder auf den Beinen. Ja, aber da auch raus. Ich glaube, da hat sich ein bisschen Aggression gegeneinander aufgestaut, weil die beiden wollen hier sich draußen zusammenkloppen. Ich meine, was Bailey hier probiert hat, war definitiv, wir versuchen hier die Karriere von Lita zu beenden. Ja. Ja. Der Rose Black draußen, das wäre es definitiv gewesen. Ja, und? Standing Moonsault. Schön ausgeführt. Und nochmal. Nach sehr schöner Offensive jetzt ein bisschen unorthodox einfach. Aber jetzt könnt ihr auch langsam dann mal wieder. Reicht jetzt. Bitte, geht aber gleich wieder hinten ran. Takedown. 500 Jahre draußen, easy. Richtig, aber ich meine, wenn man da mehr Schaden einrichten kann, jetzt rollt sich Bailey so ein bisschen hin und her. Und ihrerseits. Wow, was ein Headbutt, Alter. Ja. Lädt sich quasi ein. Sie bricht ein. Und nicht nur den Connor, weil der Krieg draußen geht weiter. Weiter geht's. Sie drängen dann, möchten sich töten. Ja. Das gefällt mir. Es ist zwar nicht unbedingt das Schönste für die Karriere, aber die beiden, die haben auch schon so ein bisschen Probleme miteinander. Das auch schon seit längerer Zeit als die letzten 4 Wochen. Ja. Und das zeigt sich hier. Eindeutig. Ach, Scheiße. Oh mein Gott, wir gehen in den Ring. Es geht in den Ring zurück. Holy shit. Ja, oder? Ja, Bailey überlegt. Yeah. Hey. Applaus. Aber Lita direkt wieder auf den Beinen. Nein, bitte nicht direkt wieder raus. Lita ist noch nicht fertig. Oh mein Gott, sie tut doch das, was sie hier... Dropkick aus dem Ring hinaus. Das ist ein Full-Fight-Dive, aber der Dropkick. Mithilfe der Seile. Und wir sind wieder am Anfang. Und sie waren noch nicht fertig draußen. Als wäre sie nicht 15, als wäre sie nicht 20 Jahre, sondern erst 2 in diesem Business und will sich hier noch ihre Sporen verdienen. Das ist fast schon unfassbar. Ja, meine Güte. Aktuelle Champion ist hier nachsetzen. Head Scissor. Außerhalb des Rings. Nimmt hier Bailey die Luft. Richtig. Wollte ich gerade auch sagen. Ja, aber scheint aber rausgekommen zu sein. Raus, jetzt musste Bailey eigentlich nachsetzen, aber kassiert hier. In Spinning Wheel Kick. In die Magengegend. Aber jetzt vielleicht. Und da will sie wieder nachsetzen. Und Double Accent. Ja. Sehr guter Double Accent. Und nochmal aufs Gesicht. 7. 6. Und jetzt, oder bei 6 auf jeden Fall. Und jetzt sollte es eigentlich wieder in den Ring gehen. Ja, dann geht's rein. Bailey auch so. Okay. Oder auch nicht. Bailey, bitte. Das zieht sich ja ein bisschen durch. Die lassen sich beide ein bisschen Zeit. Block. Sehr schön. Gute Blocks von Bailey. Füße am Seil. Rollt jetzt ein bisschen weg. Rollt jetzt von den Seilen weg. Schlau gemacht von Bailey, aber Lita. Hat sie rausgerollt. Kann sich zumindest kurzfristig befreien.
Oh, nein. Kick Bailey ist abgefangen. Back and forth. Ein ums andere Mal wieder auf die Magenlinie. Oh. Wow, okay. Razor's Edge. Nein. Neckbreaker. Okay, es war knapp für Bailey. Einmal durch. Ja, aber jetzt, ja, kurze Regentschaft von Lita, trotz dessen, dass sie die unbesiegbare Sasha Banks geschlagen hat. Sie ist jetzt nicht geschafft, ihre erste Titelverteidigung erfolgreich zu bestreiten. Richtig, und damit hat Bailey. Was heißt das für Bailey? Macht das Bailey noch umso größer? Ja, damit hat Bailey. Also nach dem Match würde ich das auf jeden Fall sagen. Ja, das war der Roseplay nochmal. Ein richtig starkes Match von beiden. Auf jeden Fall. Alles gegeben. Wie lange sie außerhalb des Dings geprügelt haben, aber am Ende. Ihr habt es erwähnt, Sasha Banks ist bei uns schon eine der dominantesten Championessen gewesen. Becky Lynch hat das Gold gehalten. Charlotte für zumindest einen Tag die Gelegenheit wird sie in Zukunft bekommen. Und die letzte der sogenannten Four Horsewomen, jetzt Raw Women's Championess. Ja. Und es hat lange gedauert. Es war ein langer Weg, ein schwieriger Weg. Ein Weg, der auch neue Seiten aus Bailey hervorgeholt hat. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Scheint sie wohl jetzt wirklich bei 100% gewesen zu sein heute, wie sie es sich erhofft hat. Und vor allem hat sie eine Sache bewiesen, die sie jetzt seit Jahren gesagt hat und eigentlich jetzt auch recht behalten hat. Sie ist die Beste der Horsewoman. Sie ist weit besser als Sasha Banks und wurde mit diesem Triple Threat damals verarscht. Sie hat es jetzt bewiesen. Das war der Tag, wo es sie bewiesen hat, dass sie besser ist als Lita und Sasha Banks zusammen. War von Anfang an so. Wohl richtig. Ein Titel gewinnen würde meiner Meinung nach da noch nicht reichen. Da muss Da muss man noch 38 Wochen übertreffen. Von daher, da wünsche ich ihr viel Glück. Aber das wird zumindest ein bisschen dauern. Kann man auch sagen, sie hat Lita nicht dazu kommen lassen, auch nur eins ihrer Trademark-Manöver zu zeigen. Kein Twist of Fate. Kein Twist of Fate, keine Lita Souls, keine DDT, nichts. Ja. Ich finde, Bailey hat das Match gut dirigiert, ist nach draußen gebracht, wo es ein bisschen dirty war, unkontrolliert, ruppig. Und da hat Bailey ihre Stärken hervorgeholt. Und hat es an dem Ring dann auch zu Ende gebracht. Und starkes Match, gute Leistung. Schade für Lita, die Fairy Tale Story ist vorerst wieder vorbei. Aber wie ein Zack Sabre Jr. heute bewiesen hat, den Titel kann man sich auch wieder zurückholen. Richtig, aber schauen wir mal, ob es damit kommt. Also, ich habe wie gesagt, mit Bailey so einer Leistung nie im Leben. Meiner Meinung nach zumindest. Never ever. Das hat mir Riddle auch gesagt. Ja, das mag stimmen, aber abwarten. Aber ich würde sagen, es wird Zeit fürs nächste große Match, ne? Von einer Ära, die quasi heute Nacht beginnt, gehen wir zu einer, die schon ein bisschen länger geht und einem, unfassbar, dass man das sagen möchte, Co-Main Event aus Sicht von Friday Night SmackDown. Es geht um den größten Titel hier in diesem Business. Der WWE Championship. Herausforderer ist AJ Styles. Champion aktuell Switchblade Jay White und ob die Switchblade Era auch bei Money in the Bank seine Fortsetzung findet, das erfahren wir im nächsten Part des WWE 2K22 Universe Mode. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dann.